So wird sie aussehen, die neue Wohnanlage der Salzburg Wohnbau am Forstwiesenweg in Saalbach-Hinterglemm. Im September 2019 soll sie fertig sein und damit wird dann ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte dieser Grundstücke geschrieben. Wir haben 2005 damit begonnen, auf diesem Grundstück von den Bundesforsten Mietwohnbau zu entwickeln, sehr eng in Kooperation mit der Gemeinde Saalbach. Wir haben in den letzten Jahren schon 2 Bauten errichtet und das ist jetzt der dritte Teil. Und hier werden noch einmal 16 Mietwohnungen errichtet. Das Grundstück, auf dem die neue Wohnanlage entstehen wird, gehört also den österreichischen Bundesforsten, die es im Baurecht zur Verfügung stellen. Ja, wir haben die Ehre, dass wir ein Drittel der Landesfläche in Salzburg betreuen dürfen. Da ist, anders als man beim Namen Bundesforste vermuten möchte, nicht nur Wald dabei, sondern auch solche Flächen. Und es freut uns ganz besonders, dass wir hier in Saalbach, wo ja die Grundpreise vergleichsweise hoch sind, leistbares Wohnen mit ermöglichen können. Und wir freuen uns, dass das ein weiteres Erfolgsbeispiel ist einer guten langjährigen Partnerschaft mit der Salzburg Wohnbau. Die neue Wohnanlage wird alles haben, was der moderne Wohnbau erfordert. So können sich die künftigen Bewohner über großzügige Balkone, Parkettböden, einen Lift und Garagenstellplätze freuen. Und mit Fernwärme und einer Photovoltaikanlage wird auch der Nachhaltigkeit Rechnung getragen. So kann und soll leistbares Wohnen funktionieren. Es ist ganz wichtig, die leistbaren Wohnungen, das ist unbedingt notwendig für die Einheimischen und es braucht dazu ein Zusammenspiel zwischen den Gemeinden, den österreichischen Bundesforsten, so wie es hier ist, als Grundeigentümer und dann ist es auch möglich. Leistbares Wohnen ist ja das große Stichwort, das ist auch ein Ziel der neuen Regierung. Genau, leistbares Wohnen ist ein ganz wichtiges Ziel für uns. Wir müssen das umsetzen, es ist unbedingt notwendig, damit auch junge Menschen noch eine Zukunft hier sehen und sich hier ihre Familie aufbauen können.